Ballern hier die Goldschleien rein. Ist sie wirklich da, die Goldschleie? Wir waren letztens im Turnier hier am Bärensee. Es wurden ein paar Goldschleien gefangen. Aber gehen auch ein paar große rein? Also sofort mal rangrabben hier. Ich bin hier gerade mit drei verschiedenen Ködern unterwegs. Warum das Ganze? Ja, zum einen, weil wir am letzten Freitag im Livestream auf Twitch, da hatten wir dann schön Wettangeln gemacht. Freitags geht es dann immer viel ums Wettangeln, verschiedenste Gewässer. Natürlich auch immer freitags am Belaya das Wettangeln, das ist ja schon quasi Tradition. Unter anderem aber auch hier am Bärensee mal getestet. Und da ging es auf Barbe, Schleie, Goldschleie. Nicht so einfach. Und ja, ich habe jetzt gedacht, komm, dann guck doch nochmal, ob da was geht. Hab aber auch gerade im VK nachgeschaut, also im großen russischen Forumsbereich sozusagen für RF4. Und auch da war eine Stelle drin, beziehungsweise war da eine Stelle drin. Ich muss nochmal eben gleich schauen. Aber es war zumindest, wurde gesagt, hier Goldschleie. Und tatsächlich auch auf einen Köder, den ich auch am Freitag schon probiert habe. Wo ich dann gesagt habe, komm Allah, try hard. Schleie frisst auch. Da, Krebsschwanz, Allah. Ist es ein fucking Ernst? Ja, Mann. Wenn hier die Goldschleie tatsächlich auf Krebsschwanz gehen würde, würde ich, glaube ich, tatsächlich mal ein bisschen probieren. Auf Krebsschwanz. Ich suche das gerade. Ist das schon wieder irgendwie weg oder was? Würde ich tatsächlich auch mal ein bisschen probieren. Da ist es doch, genau. Es ist tatsächlich an der gleichen Stelle. Ne, 55, 31. Doch, gleiche Stelle. Hier ist immer halt so 17 Meter. Unterhalb von 17 Meter immer ein bisschen drauf achten. Wenn ihr nicht so weit auswerft, kann man machen. Vielleicht so 15 Meter oder so. Dann aber passendes Blei. Unter 15 oder um die 15 Meter oder so bis 15 Meter ist grasiger Untergrund. Und dann kommt auf einmal lehmiger, beziehungsweise ich glaube lehmiger oder schlammiger Untergrund. Das heißt, dann gehen wir halt hier auf ein braunes Blei. Beziehungsweise wenn man hier mit Boilies steht, das kann man ja auch hier sehr gut, ist ja eine klassische Stelle oder eine der wichtigen Stellen. Am Bärensee sollte man immer testen, wenn man am Bärensee ist, also 55, 31, beziehungsweise hier 55, 33. Hier sind es einmal diese 17 Meter und hier kann man dann auch so, ich sag mal so um die 12 Meter hier an dieses Seerosenblatt, beziehungsweise man kann auch hinten an die Schilfkante werfen. Also das sind so hier, sagen wir mal so drei so Stellen. Na, irgendwas dran gewesen, aber schon wieder ab. Vielleicht ein kleiner Döbel nochmal. Offensichtlich geht hier auf Käse der Döbel. Ich habe eine Futtermische dran. Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Und ich halt ein bisschen mehr. Und ich glaube, ich werfe auch gleich nicht noch mehr raus. Das ist eine Futtermische, die eigentlich alles beinhaltet, was Schleie so frisst. Meine ich zumindest noch. Die ist jetzt auch ein paar Tage schon alt. Gucken wir gleich auf jeden Fall nochmal rein. Und ich teste jetzt, wie gesagt, einfach, ob hier ein bisschen was geht. Also, bisher noch keine Schleie, keine Goldi. Was natürlich eine andere Möglichkeit wäre, also wenn ich das jetzt hier gleich durch habe, denke ich, werde ich später gleich nochmal testen mit Boilies. Das heißt, ich werde mal auf Sahne bzw. Kokossahne vielleicht einfach mal rauswerfen, eine Route, dann auf Himbeere, vielleicht mal eine auf Muschel. Dann habe ich schon überlegt, ob ich nicht mal auch einfach nur einen Tauwurm rausschmeiße oder bei den Boilies auch nochmal tatsächlich vielleicht in Richtung Krebsaromatik. Vielleicht geht da ja was. Durchaus eine Option. Alter, hier wird gerade im Chat, kannst du dir nicht ausdenken, 39 Kilo, fast 40 Kilo Königslachs. Bombi, alter Bänger. Krass. Schönes Ding, ey. Ja, das schmeckt natürlich. Also, ich muss hier erstmal ein bisschen rumprobieren. Wie gesagt, wenn man hier ganz frisch hingeht und
ja, gerade Futter rausschmeißt. Achso, wir gucken mal eben ins Futter rein. Setup ist relativ klein aufgebaut. Ich bin hier mit meinen Feederrouten, habe hier die ganz normale HSV drauf. 19 Kilo Schnur, Monoschnur, 200 Meter reicht auch hier so einigermaßen gut aus. Kommt man gut mit klar. 17 Kilo Vorfach. Genau, hier habe ich übrigens Fluorocarbon und hier Vorfach vergessen. Das werfen wir gleich direkt nochmal aus. Auf der Route machen wir Vorfachsmaterial. Und zwar ist das das geflochtene, nehmen wir mal hier so 20 cm. Geflochtenes Vorfachsmaterial, was sich halt schön dem Boden hier anpasst. Ich hatte auf der anderen Route zuletzt mit Pop-Up-Mais bzw. Pop-Up-Boilie gearbeitet. Und deswegen hatte ich jetzt hier Fluro drauf. Das heißt, das ist halt ein bisschen steifer und dann bommelt das vielleicht so ein bisschen mehr in der Luft, wenn das so im Kraut alles irgendwie liegt. Ist das, glaube ich, ganz praktisch. Ja, hier wie gesagt jetzt mit Krebsschwanz komplett übertrieben. Würde ich im Normalfall nicht mit angeln, hätte ich nicht schon so weit geskillt, dass ich die auch selbst herstellen kann. Und bei so vielen Stunden, die ich am Windenbach verbracht habe, habe ich auch einiges an Krebsschwänzen mittlerweile zusammengefarmt. Deswegen habe ich da einfach mal rausgeschmissen. Ja, und wie gesagt, dieser Vermerk aus dem VK war da eben natürlich auch noch das i-Tüpfelchen, wo ich dann sagte, okay, ja, testen wir mal, ne? Speisen wir raus. Aber wie gesagt, meine erste Goldschlein-Trophy, die ich schon abgehackt habe, die war auf Honigteig. Schönes Ding. War aber allerdings schon einige Jahre her, das Teil. Und weil das halt schon so lange her ist, ja, gibt's halt, ist es halt nicht im Fangbuch drin. Ne? Das heißt, ich muss tatsächlich für den Bärensee das Ding nochmal fangen. Damals gab es die Fangbücher noch nicht und ja, von daher immer wieder testen und gucken, was geht. Also, jetzt haben wir Abendstunden, gucken wir mal, ob jetzt was geht. Ansonsten gucke ich gleich in den Morgenstunden mit Boilies und anderen Ködern, was da geht. Achso, ich habe ja immer noch nicht das Futter gezeigt. Das ist das Futter. Maismehl als Basis. Mais ist natürlich so ein ganz klassisches Teil eigentlich, glaube ich, für die Schleien. Ich habe hier Flusskrebs-Feed-Pellets mit drin. Ich habe also Flusskrebs quasi schon mit drin. Honig, Berghonig-Feed-Pellets sind mit drin. Käse ist mit drin. Süße Sahne ist mit drin. Und Sahne als Aromatik insgesamt ist da auch mit drin. Also eine ziemlich wilde Mische. Schmeckt bestimmt schweinegeil. Ich hoffe aber für die Schleien passt das. Irgendwo zuppelt da wieder was. Wäre nicht schlecht. Erster Biss hier auf Quarkteig, den teste ich natürlich auch mal so ein bisschen, aber eigentlich ist das nicht so ganz klassisch, ne? Ja, Giebel und Co. Hier ändere ich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen um. Vielleicht mal einfach den Tauwurm hier drauf oder Mais oder einfach nur ein Maiskorn. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich nehme erstmal Maisbrei. PVA mittlerweile mal runter, reicht. Ich habe, glaube ich, genug angefüttert erstmal. Und dann gucken wir, was geht und ich melde mich dann gleich, ob hier was geht. Oha. Erster dicker Drill. Ist das schön, ey. Direkt nur auf den Pellet. Flusskrebs-Pellet mit Flusskrebs-Dip. Ich habe in der Zwischenzeit mal die dritte Route nochmal umgeändert. Mit der klassischen Kombi für die Barbe. Flusskrebs und Soluble. Gucken wir uns gleich mal an. Krebs und Muschel. Alter, den Schuppi. Aber geil. Finde ich schon gut, wenn die hier einfach nur auf so einem einzelnen Pelletkorn, wenn das Ding gefunden wird im Schlamm. Mega cool, ganz simples Dingen. Honigteig, Klassiker für mich, muss draußen sein, wenn es auf die Schleie geht oder Goldschleie. Vielleicht ballert das Ding hier einfach drauf rein, wäre doch der Hammer. Guck mal da, Schleie, die nächste Schleie, wieder Honigteig. Wart mal ab, Alter, ich sollte mich hier einfach mit drei Routen Honigteig hinstellen. So ein Ding ist das. Drei Routen Honigteig, eine schöne Maismische machen. Komm, wir machen mal vor Spaß eine Futtermische in Bällchenform. Können wir also auswerfen. Auf machen wir Honigschleie. So. Und nehmen dann hier erstmal schön Mais. Dann nehmen wir hier, was haben wir alles an Honig?
Und dann nehmen wir hier die Berg-Feed-Pellets Honig als Basis. Dann nehmen wir immer noch Mais. Und dann nehmen wir hier diese normalen Mais. Mais, Mais, Mais. Gibt es einen Honig? Müsste es Honig als... Genau. So, jetzt haben wir hier schon mal Honig, Mais, Honig. So, jetzt können wir da noch was reinmischen. Wir könnten Käse nehmen. Wir könnten Sahne nehmen. Man kann Würmer nehmen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Komponente. Oder wir gucken mal eben kurz rein in die Original... Ah, das Pelletting geht schon wieder ab. In die Original-Schleienmische. Paniermehl. Ah, Maismehl. Das ist einfach nur der große Kicker, ne? Hanfsamenöl. Das können wir noch machen. Das machen wir. Nee. Hanfsamenöl ist damit drin. Das heißt, wir nehmen jetzt hier für unsere Maismische... Na, haben wir hier den Honig, die Honigschleie. Moment. Da, Honigschleie, so. Dann nehmen wir hier noch, habe ich noch den magischen Hanf? Ne. Aber ich habe bestimmt noch Hanfpellets. Es gibt magischen Hanf. Den könnte man auch nehmen, leider schon aus gerade. Hanf-Feed-Pellets. Nehmen wir mal einfach hier das ist Schwarz-Johannisbeere, das nicht. Nehme ich einfach mal die hier. Und als dritte nehme ich einfach nochmal Sahne dazu. Also, das könnte man zum Beispiel kombinieren. Hier nehmen wir nochmal die süße Sahne. 6 Portionen. Ja, überall gleich. Nehmen wir mal die kleinen. Also, das wäre jetzt eine Kombinationsmöglichkeit, klassisch für Schleie. Oder eben, wie gesagt, einmal den magischen Hanf. Magischer Hanf, Alter. Magischen Hanf als Komponente. Oder einfach nochmal eine Mais-Pellet-Kombination reinschmeißen. Und dann, wie gesagt, mit Sahne oder es gibt doch bestimmt noch irgendwas anderes, was Süßes. Oder einfach gehackte Würmer mal ranmachen, auch durchaus eine Option. Ne? Gerade auch, wenn man auf Schleie angelt, zum Beispiel an der alten Festung oder sowas. Ich teste das einfach nochmal, baue das, aber das schmeiße ich später erst rein, denn ich habe noch so viel Futter am Spot. Das muss erstmal aufgefressen werden durch das PVA, durch die ganzen Futtermischen. Das muss erstmal alles weggefressen werden. Und wenn das weggefressen wurde, das braucht halt ein bisschen Zeit, dann schmeiße ich erst ein bisschen nach. Ich denke erst jetzt der nächste Tag, jetzt haben wir ja gerade 1 Uhr der Nacht, also dann zum Abend hin von diesem Tag jetzt hier, oder so gegen ja, 16, 17 Uhr schmeiße ich nochmal ein bisschen Futtermische rein, dass es dann für die Abendstunden jetzt quasi von diesem Tag dann wieder richtig aktiv ist. Ja, bisher noch nichts. Ein paar Schleien gehen langsam rein. Ich teste allerdings noch ein bisschen weiter und wir gucken, was noch passiert. Gerade eben noch mit alter Mann angelt geschrieben. Der ist auch gerade an der Stelle und der hat nochmal eben hier seine Futtermische geschickt. Das ist die Mische, die er verwendet hat. Und ja, bei ihm ist ja gerade eine reingeballert, aber er hat ein ganz ähnliches Kescherbild auch, wie bei mir gerade, mit Döbel, mit mal einer Brasse dabei und so weiter. Also viel Oller Beifang, viel auch von den normalen Schleien, sagt er. Das ist die Futtermische, die er hatte, Maismehl, gehackte Würmer auch mit drin, Flusskrebs, Feed Pellet, Flusskrebs, Pellet 14 sogar. Das ist das, was ich als Köder ja ganz verwendet habe. Keks und Hanfsamenöl. Also auch das wieder eine abgewandelte Basis-Schleinmische, also eine aufgewertete. Sehr schön. Cooles Ding. Werde ich später nochmal testen. Hat alles jetzt gerade noch ein bisschen Zeit. Da ist momentan so viel Futtermische jetzt gerade hier am Spot. Das ist leider zu viel des Guten. Ich liebäugel auch gerade die ganze Zeit damit, ob ich vielleicht mit einem Viererhaken dran gehe. Es kann aber sein, dass man dadurch dann vielleicht sogar noch mehr von diesen kleinen Döbeln und sowas alles dran hatte. Gerade war ja wieder so ein Gezuppel und das Gezuppel ist auch schon wieder weg, ne? Kurzes Gezuppel, die Fische sind schon wieder weg. Also, Wetterumschwung war jetzt auch gerade, es wird auf einmal diesig. Ich hatte hier eigentlich eher geplant, hier so bei relativ schönem warmem Wetter. Das heißt, ich mache jetzt erstmal eine Pause und steige dann so nach 2 Stunden hier bei diesem warmen Wetter frisch nochmal ein. Und dann gucken wir mal, Sonnenschein, warmes Wetter, ob da die goldigen Schleien nochmal rauskommen, wäre nicht so schlecht. Es zuppelt nach wie vor, es geht immer wieder was rein. Guck mal hier auf beiden Routen. Wie gesagt, komplett jetzt gerade hier auf Honigteig. Einige Schleien dabei, aber eben auch immer wieder
kleine Amure und sowas alles. Und die wollen wir natürlich nicht, ne? Das. Und noch nicht mal gehakt. Der Mistfink. Wieder losgelassen, oder was? Das ist ja ein Ding. Zack, wieder raus damit. Da ist er jetzt aber dran. So. Da ist er aber dran jetzt. Der nächste Kandidat. Oha. Das ist doch ein krönender Abschluss hier. Haben wir die Karausche auch noch mit drin im Kescherbild. Ei, ei, ei. Also, alles Mögliche dran. Ich werde es aber nach wie vor mit dem Honigtanken testen. Und ich werde noch einen Tag komplett testen auf Krebspellet. Scheint mir gerade sehr interessant zu sein. Gerade auch diese fischigen Aromen. Und wenn damit auch die großen Brocken gefangen werden, auch oder auf Krebsschwanz direkt, aber wie gesagt, mit den Pellets ist es doch die günstigere Variante. Den Krebsschwanz hebe ich dann auf für Störe oder sowas. Dann ist mir das doch ganz lieb. Testen, 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 das ist halt das tägliche Angeln. Also ausprobieren und ja, es zuppelt weiter. Wir testen munter weiter. Wenn ihr was getestet habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Einfach teilen das Ganze oder im Discord das Ganze teilen. Link zum Discord. Da sind ja jetzt schon mehr als 5000 User mit drin. Ist unterm Video. Einfach da auch untereinander austauschen, was gerade gut funktioniert. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir hier nicht nochmal ein paar schöne Goldschleien rauskriegen. Jetzt reicht es aber hier. Ich brauche neues Futter und der Spot braucht erstmal ein bisschen Zeit zum Regenerieren. Petri, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.